grüß Gott und willkommen hier bei uns zu unserer heutigen Diskussionsrunde. Ich darf Ihnen gleich die Diskussionsteilnehmer vorstellen, Professor Dr. Christoph Fasel. Er ist, ja, kann man sagen, Medienwissenschaftler, ist Autor, er ist Journalist. Michael Anger ist ebenfalls Journalist, kommt vom Bayerischen Journalistenverband und vom Deutschen Journalistenverband und macht BJV Report. Und hier kommt gerade Michael Greta. Hab schon befürchtet. Schön, dass er da ist. Also Michael Greta, Gesellschaftskolumnist der Abendzeitung. Und unser Thema lautet ja, ist Boulevardjournalismus, ist Boulevard wirklich wichtiger als die aktuelle Tagespolitik? Stimmt das eigentlich? Das stimmt, weil es ist ja alles Boulevard. Weil wenn Sie die Seite 3 in der Süddeutschen aufblättern und da ist ein Feature drin, da ist der Boulevard in den schönsten Tönen, in den schönsten Farben. Wenn man Ihre Sachen liest, dann muss man ehrlich gestehen sagen, da geht es um... Sind Sie vorsichtig? Also da geht es um schöne Mädchen, um Partys, um was weiß ich, wie ausgeschnitten die Kleider sind, wie kurz die Röcke sind und ob es Champagner oder edlen Rotwein gegeben hat und. Trifft alles beim Politiker auch zu. Der schaut auch in die Röcke, der schaut auch in die Champagner, es ist alles das Gleiche. Aber der Boulevard, die Bedeutung des Boulevard, jetzt Unterhaltungselement, ist doch längst okkupiert von Menschen, die sich heute als Politiker bezeichnen. Es ist doch viel spannender, einen Kanzlerkandidaten zu haben, der den Stinkefinger zeigt. Boulevard pur. Es ist doch viel spannender, einen FDP-Politiker zu haben namens, wissen Sie alle, der angeblich unzüchtige Äußerungen gegenüber Sternreporterinnen tut. Wir haben die Rolle des Boulevard längst an die Politik abgegeben. Berlin ist der Standort des Boulevards. Da sollten wir zunächst mal uns klar werden, was ist eigentlich Boulevard? Da hätte ich gerne mal eine Definition. Denn ist das nur Promi-Berichterstattung? Ist das eigentlich alles? Ist das private Geschichten? Und was die aktuelle Tagespolitik betrifft, die hat natürlich den Nachteil, dass sie aktuell ist. Das heißt, kurzlebige Geschichte. Die interessiert man kurz, man hört mit einem halben Ohr hin und dann wieder weg. So die Alleinstellung des Boulevard, die denke ich, die gibt es nicht mehr. Also nichts interessiert den Menschen mehr als andere Menschen. Natürlich, wenn der Mensch einen Namen hat, prominent ist, Vorbildfunktion hat, dann interessiert es ja andere Menschen ungeheuer. Was macht er? Wie lebt er? Was kann er? Die Politiker, die faseln viel. Und bei den, sagen wir mal, bei den Prominenten, die sagen was aus. Formel-1-Rennen, Herr Vettel, wenn der gewinnt, schütten die sich Champagner, das ist ja Ihr Thema, schütten die sich Champagner über den Kopf. Also sie schütten ihn weg, ja, statt ihn zu trinken. Ist das eine Vorbildfunktion? Nein, das ist ja das Erfrischungsbad nach einer Todesfahrt. Ja. 1922 hat Walter Lippmann, der erste amerikanische Kommunikationswissenschaftler, seine Relevanzkriterien des Journalismus aufgestellt. Und eine davon war eben die Teilnahme, die Affirmation durch die Teilhabe am Schicksal anderer Menschen, das, was wir heute als Klatsch bezeichnen. Und vielleicht ist Boulevardjournalismus, man muss die Definition, die gerade auch von Michael Anger gefordert wurde, ein bisschen weiter fassen. Boulevard ist eine Sichtweise auf die Welt. Der Boulevardjournalist kämpft also um seine Themen. Deshalb werden sie die Themen schärfer selektiert, meistens höher skandalisiert, aber durchaus dadurch interessanter gemacht. So, und die Politiker der letzten 20 Jahre haben gelernt, dass es wichtig ist, bei Sachthemen nicht die eigentlichen Sachkerne herauszuarbeiten, sondern die emotionale Wirkung auf die Zuschauer. Und dementsprechend ist den Boulevardjournalisten in den Politikern, zumal in der Bundespolitik, ganz häufig ein hohes Maß an Konkurrenz erwachsen. Ja, Politik ist unterhaltsamer geworden. Ich habe nicht nur in der Abendzeitung gearbeitet, ich habe die große Freude beim Bild gelernt zu haben. Ja. Es mag vielleicht interessanter geworden sein, die Politik, aber dadurch, finde ich, ist sie auch inhaltlich langweiliger geworden. Die unterscheiden sich ja kaum noch. Richtig, historisch gesehen gilt als Wendemarke der Boulevardisierung, ja, das Fernsehduell zwischen Nixon und Kennedy. Nixon war der mit Abstand am besten vorbereitete, er war wirtschaftspolitisch toll drauf, der konnte alle Zahlen, Daten und Fakten, der hatte Programme und Kennedy hatte nur eine Vision. Gleichwohl kam hier mit Kennedy der Strahlemann, der blonde Jüngling, der strahlende, und in Nixon, der damals noch einen Bart trug dazu, mit schwarzen Haaren versehen, der finster dreinblickende, verkniffende Experte. Dieser Fernsehauftritt hat das Stimmungsbild komplett kippen lassen. Das erste Beispiel für Boulevardisierung 1960. Wer möchte? Professor Fasel, bitte. Also, Sie haben das Kern. Das Brechen von Wahlversprechen ist eines der ritualisierten Prozesse, die bei der Bildung einer neuen Regierung passieren. Das zweite ist zu Obama selber. Vielleicht ist das Problem dabei, Sie haben es aber gesehen, ein klassisches Beispiel. Hier hat ein Charisma gewirkt. Yes, we can.
Das ist Boulevardisierung pur. Weil Boulevard hat ja durchaus Vorteile. In einer Boulevardzeitung, wenn sie gut gemacht ist, und ich sage das ausdrücklich wie die Abendzeitung, da begreife ich vielleicht mal auf 30 Zeilen, was das gesundheitsvorsorgliches Änderungsgesetz ausmacht. Bei der FAZ begreife ich das nicht. Der Boulevard übersetzt, der Boulevard hat ein viel höheres Maß an Übersetzungsvermögen. Ein Kollege bei der Bild-Zeitung oder bei der Abendzeitung, bei der TZ, der kniet so lange auf dem Experten herum, bis der mir endlich erklärt, was eine Sozialversicherungsbeitragsbemessungsgrenze ist. Das längste Wort laut Duden, das noch einen Sinn hat im Deutschen. So, das ist die Arbeit der Boulevardjournalisten. Und wenn ich jetzt hier auf Obama zurückkomme, ja, das war genial. Er hat die Sehnsüchte der Menschen in einen Satz zusammengefasst. Es gibt viele Gründe, warum er in vielen Punkten gescheitert ist, aber ich glaube, Sie sehen selber an der Blockadepolitik der ultrakonservativen, ich will sagen, fast rechtsradikalen Tea Party, wenn Sie mit solchen Ideologen zusammen in einem Boot sitzen müssen, dann haben Sie es schwer zu rudern. Deshalb eine kleine Entschuldigung für Obama. Zeitungsmacher, seid mutig, lernt vom Boulevard, erklärt mehr, als ihr berichtet, erzählt mehr, als dass ihr über irgendwelche Statements, die ihr getreulich abdruckt, glücklich seid. Seid mutig, selber Themen zu setzen und seid mutig, starke Meinungen zu haben, wie der Boulevard das tut. Seid mutig, gute Erklärungen zu machen, dann ist nun die Zukunft der Zeitung nicht bange. Das ist das Schöne am Boulevard, das ist das Gute, was er gebracht hat, dass die Journalisten, die Nachrichtenjournalisten begriffen haben, dass sie die ganze Sache menschlicher machen müssen, einfacher und verständlicher darlegen. Ich würde mich freuen, wenn alle, die hier da sind, morgen die Abendzeitung kaufen und dann sehen, was ein solider Journalist alles zu Wege gebracht hat am Samstag, der morgen ist.